Es ist natürlich in erster Linie ein Sportevent für Soldatinnen und Soldaten, aber es ist eben auch ein Event für diejenigen, die an unterschiedlichen Orten in der Welt für unsere Freiheit eingestanden sind und häufig körperliche und insbesondere auch seelische Krankheiten mitbringen. Und dass wir ihnen über diese Sportveranstaltung die Möglichkeit geben, in Wettbewerb zu treten und darüber hinaus aber auch die Möglichkeit geben, wieder ins Leben zurückzufinden. Das ist, glaube ich, das besondere Merkmal dieser Veranstaltung. Düsseldorf ist eine Stadt der Vielfalt. Düsseldorf ist eine Stadt, die vielen Sportarten eine Heimat gibt. Düsseldorf ist aber auch eine Stadt, die für Respekt und Humanität steht. Es ist eine internationale Stadt und mit der Botschaft Home for Respect haben wir, glaube ich, auch den Spirit dieser Veranstaltung in die Botschaft aufgenommen und die wird um die Welt gehen. Wir werden die Situation haben, dass wir auch etwas royale Ehren hier in Düsseldorf haben werden. Prinz Harry und Meghan werden hier sein, die ja auch im September schon mal hier waren. Sie haben sich sehr viel Zeit auch für die Stadt genommen. Aber was für mich beeindruckend war, sie haben sich vor allem viel Zeit für die Sportlerinnen und Sportler genommen. Das heißt, Harry ist es besonders wichtig, sich nicht nur mit den Funktionären zu unterhalten, das macht er auch. Aber ihm ist es wichtig, auch der persönliche Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern. Und das merkt man, dass ihm das ein Herzensanliegen ist. Und dahinter steht ja auch die Invictus Games Foundation, mit der wir sehr eng in der Vorbereitung dieser Veranstaltung kooperieren. Und wir freuen uns, dass auf jeden Fall Harry auch im September hier in Düsseldorf sein wird. Für die Sportstadt ist, glaube ich, wichtig, dass wir wieder einmal zeigen, dass wir Sportgroßveranstaltungen gut organisieren können. Hier auch nochmal in der Besonderheit, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen, gerade weil es auch um Soldatinnen und Soldaten geht, höher ansiedeln als bei anderen Veranstaltungen.